Jetzt haben wir das geschafft, aber jetzt, was ist jetzt mit dir? Goldas, Bruce. Bruce, hast auch wieder hingeschaut. Wie sehr habt ihr eure Mission tapfer bestanden? Ja, das hat die Krähe auch gesagt. Nur mit dem kleinen Problem, das versucht hat abzuhauen. Ja, wir konnten es nicht glauben, dass so ein Art Stofffetzen so viel ausmacht. Und das macht wirklich verdammt viel aus. Ja. Hättet ihr doch nur lieber mal auf mich gehört. Ja. Geht's mir wieder besser? Ja, das kann jetzt noch so 1-2 Stunden dauern. 1-2 Stunden Schmerzen? Gibt's da irgendein Heilmittel oder irgendwas? Oder? Ihr schafft es, Blut von den Geistern zu bekommen. Das geht, wie ihr seht, aber gar nicht so einfach. Geister haben kein Blut. Es gibt aber ein Nest. Aus diesem Nest schlüpfen die Geister. Und wenn ihr in dieses Nest irgendwas reinrammt, dann fließt da, wie bei Bienen, Honig. Du kannst da nicht allein hingehen, Mick. Wieso denn nicht? Ja, was ist mit den großen Geistern? Ja, ich kann doch den Pfahl nehmen. Glaubst du, wenn du alle Geister mit dem Pfahl töten möchtest, braucht es ja viel zu viel Kraft. Ich muss es doch irgendwie hinbekommen. Ja, ich komme. Kriegst du das auch wirklich hin? Ich probier's. Nicht, wenn du es doch nicht hinbekommst und dann die Geister auf dich zu und dann wird es dir noch schlechter gehen. Ich meine, ich. Was für ein Gefängnis ich den ganzen Tag drin sitze. Also so schlecht kannst du mir gar nicht gehen. Ja. Hier. Aber ich glaube, dann ist es doch besser, wenn ich den Großen nehme, oder? Wenn es dir doch so. Aber ja. Na gut, wir wissen ja nicht, wenn wir die zwei Stunden abwarten, ob. Es kann ja auch sein, dass die in den 2 Stunden noch schlechter wird. Deswegen sollten wir es lieber schon machen. Ja, okay. Dann gibt's ein bisschen zu sehen. So. Und jetzt müssen wir irgendwie das Nest finden. Ja. Aber jetzt, so wie es aussieht, schickt er, glaube ich, keine Geister. Ja, ich glaube, der schickt die extra nicht. Damit die alle noch im Nest hausen. Wobei, nein, das sind ja eigentlich nur die. Ja, kommt drauf an. Vielleicht will er uns den Weg nicht verraten. Ja, stimmt. Weil da, wo sie rauskommen. Na, es kann auch sein, dass die gerade woanders sind. Die müssen ja nicht unbedingt im Nest drin sein. Weil das sind ja nur die Babygeister, sag ich mal, und Eier. Bin mir nicht sicher, ob Geister Eier legen. Ja, hat er doch gesagt. Das wäre schon witzig, aber. Ja, im Grunde genommen dachte ich auch, es gibt keine Geister, aber. Plötzlich wieder ganz normal. Wir haben doch noch gar kein Heilmittel. Ja, ich weiß nicht, was das ist, aber es ist wieder alles normal. Ich fühle mich wieder wie vor dem Stromschlag. Vielleicht wollte er uns ablenken irgendwie mit dem Nest. Oder so. Ja, aber vor was sollte er uns ablenken? Keine Ahnung, dass wir. Uns nichts passiert. Stell dir vor, der macht jetzt den Wald dicht und sperrt uns im Wald ein. Mit so einer Barriere, wie er da hat. Stärker als Fachwerk. Also als bevor ich diesen Dings hier in der Hand hatte. Hat es irgendwas mit diesem Pfahl zu tun? Da ist so. Ist da irgendwas an ihm dran? Das ist ein ganz normaler Holzpfahl eigentlich. Komisch. Gibt er dir irgendwie Kraft oder so vielleicht? Aber über was sollte mir denn Holzkraft geben? Ich weiß ja nicht, bei ihm ist alles komisch. Nimm du ihn mal, vielleicht geht's dir auch besser. Okay. Also ich merke auf jeden Fall nichts, aber bei dir. Nimm mal nochmal den Pfahl. Dieser Pfahl. Der gibt dir Kraft. Der hat irgendwas Magisches. Ach du Scheiße. Der hat irgendwas. Meinst du nicht, dass ich dann jetzt einfach fliehen kann, wenn mir dieser Stromschlag damit egal ist? Ich würde es nicht austesten. Ich würde es ungern austesten. Weil das hat es schon ziemlich stark, ja. Nein,
Ich fühle mich halt noch stärker als davor. Stell dir vor, du könntest mit dem gegen Bruce antreten. Okay, das könnte das Problem werden. Hm. Der und seine Waffen sind auch sehr stark. Ja, vor allem der ist zu tausendst. Seine Wachen. Der hat seine Geister, der hat seine Wachen, er selber. Vielleicht gehen wir. Vielleicht gehen wir doch auch zu dem Eiers, zu dem Nest. Vielleicht hat das irgendwas mit dem zweiten Element schon zu tun. Er will es nicht verraten. Oder vielleicht kommen dann auch einfach die Geister nicht mehr. Wir würden einfach den Geisterwald auslöschen. Ja, dann müssen wir nur noch die Geister töten, die hier noch im Wald übrig sind, die schon da sind. Und dann haben wir es. Das können wir echt probieren. Stell dir vor, wir hätten diesen komischen Spukwald. Hat er ja nicht noch irgendwas erzählt? Ich war auch noch nie in diesem Wald drin. Ich auch nicht, dass er mich hierher verschleppt hat. Hat er vielleicht irgendwas noch erzählt von den... Hat er gar nichts gesagt. Okay. Aber ich verstehe auch nicht diesen Wald. Von außen erkennt man den gar nicht so richtig. Ich wüsste nicht, dass es bei uns in der Nähe einen Wald gibt. Aber... Also nur diesen Baum. Irgendwie. Aber dann... Der kann ja nicht so schnell wachsen, der Wald. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wo wir sind. Ich wurde hier... Ich hatte eine Augenbinde auf, während ich hier... Ach so. Das könnte sein. Ich will jetzt... Ich bin doch nur ein Baumstamm. Ja, aber... Das sah von weiter weg noch... Mehr noch irgendwas. Ja. Vorsicht, da kommt gleich raus. Oh, okay, da! Ich schleiche nicht mehr ran. Ja, die Neugeborenen anscheinend. Ich glaube, die haben alle. Oh, das kann sein. Das wird gleich einer rauskommen. Ja, Geister können ja auch durch Wände und so. Die können sich gut verstecken. Gut. Jetzt müssen wir die Nester aus, die Eier ausgraben oder so. Ja, was da rauskommt. Brauchen wir das? Ich hab doch gesagt, die Flüssigkeit, die da kommt, wenn man... Da ist irgendwas, die ist rot. Blut, von Blut geredet. Was braucht das? Keine Geister. Weißt du, das reicht? Ja. Wir müssen es austesten. Ja, weil, dir geht's ja nur besser mit dem Pfahl. Der hat dir die bestimmt gegeben, damit du halt gestärkt bist dafür, aber... Will er das oder er weiß nicht, was er würde das? Aber wenn es dir ohne Fall schlecht geht, dann solltest du halt schon trotzdem die Medizin nehmen. Du könntest natürlich auch 2 Stunden mit dem Pfahl verbringen, aber... Ja, aber es kann auch sein, dass sobald ich wieder rein muss, dass ich dem Pfahl nicht behalten darf. Ja. Weil er halt davon weiß. Meinst du, schaffst du mit dem Pfeil dann auch bis diesen... Also hier haben wir es auf jeden Fall mal. Es ist echt rot. Vielleicht mal zermalen irgendwie. Da läuft doch irgendwas Rotes aus. Ja. Irgendwie fühlt sich das komisch an, Geister und Blut zu trinken. Okay. Das wird zu viel reich. Meinst du, ich muss erst noch wirken? Vielleicht auch wegen dem Pfahl, den du noch in der Hand hast. Ja, das ist natürlich, aber... Vielleicht willst du kurz... Bevor ich ihn dir gebe, nicht, dass ich gleich wieder Schmerzen habe. Sobald ich ihn gebe. Ich probier's mal. Und? Noch leicht da, aber... Ich glaube, das wirkt. Es wird schon besser, ja. Okay, das ist gut. So, da bin ich wieder. Ja, hallo, Bruce. Wie ich sehe, gehst du sogar schon freiwillig wieder in dein Gefängnis rein?
Ja, ich muss mich noch ausruhen. Mir geht's immer noch nicht so gut. Wegen dem Stromschlag. Das hat schon ein bisschen geholfen, auf jeden Fall. Aber mein Halsband ist auch wieder weg. Bruce, hast... Okay, die Barriere ist wieder zu. Oh, ja. Ja, dich wieder eingesperrt. Das hättest du auch rechnen können. Man kann es immer probieren. Ich gehe dann wieder. Weißt du denn schon, was deine nächste Mission ist? Das wird er wahrscheinlich noch sagen. Ob ich dir da wieder helfen kann? Ich weiß gar nichts. Aber ich glaube, ich sollte jetzt bald mal wirklich nach Hause gehen wegen der Uhr schauen. Wegen dem ersten Element. Das ist ja. Rabe. Ja, die Krähe hat ja gesagt, das erste Element wäre da. Ciao, Nick. Ciao.